gibt viele Lehrer der geistigen Welt und dieser Welt, die uns an die Wahrheit unserer Göttlichkeit erinnert haben. Da unsere Außenwelt, der Zustand von Mutter Erde, noch nicht allzu göttlich aussieht, haben wir diese Botschaft als Menschheit noch nicht ganz verinnerlicht. Erst was ich verinnerliche, erscheint im Außen eines Menschen wie im Außen der gesamten Menschheit. Geht zuerst nach innen, denn innen spielt die Musik. Oder wie Gott in Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh sagt, wenn du nicht nach innen gehst, gehst du leer aus. Die gesamte Botschaft von Jesus von Nazareth ist ein Aufruf, uns unserer Göttlichkeit zu erinnern. Ein zentraler Satz von ihm war, ich und der Vater sind eins. Aus dieser Erkenntnis heraus konnte er seine vielen Wunder tun. Und er sagte, was ich kann, das könnt ihr auch und noch viel mehr. Aber glaubt das jemand? Und er sagt und empfiehlt, sorge zuerst für das Königreich des Himmels in dir. Und wir könnten fortfahren, und dieses Königreich in dir wird sich in deinem Leben, deinen Beziehungen, deiner Umwelt widerspiegeln. Ein anderer Lehrer, der wie kaum ein anderer uns ermutigt und auffordert, unsere Kraft und unsere Größe und unsere Herrlichkeit zu gehen, ist ein Lehrer der geistigen Welt namens Ramta. Aus diesem Buch, weißen Buch von Ramta, mit diesem Zitat schließe ich heute Abend. Großer schöpferischer Gott, der ihr seid, wer glaubt ihr, hat euer Leben kreiert? Glaubt ihr, dass ein höchstes Wesen oder Kräfte außerhalb von euch dieses Leben kontrollieren, euer Leben kontrollieren? Die Wahrheit ist, ihr seid diejenigen, die voll verantwortlich sind für alles, was ihr je getan habt, gewesen seid oder erlebt habt. Spielen Sie rein, was das in Ihnen auslöst. Ihr, die ihr die Macht habt, die Pracht der Sterne zu erschaffen, habt jeden Augenblick und alle Umstände eures Lebens geschaffen. Der zu sein, der ihr seid, habt ihr gewählt. Euer Äußeres habt ihr geschaffen. Die Art, wie ihr lebt, habt ihr voll und ganz geplant und selbstbestimmt. Das ist die Ausübung und das Privileg, wenn ihr so wollt, des Gott-Menschseins. Im Englischen heißt der Mensch noch Human Being. Und Human heißt Hu aus dem ägyptischen Gott. Und Man, Mensch. Da steckt das noch drin. Der Gott-Mensch. Wer glaubt hier, dass er Gott-Mensch ist? Ihr kreiert euer Leben durch eure eigenen Gedankenprozesse, durch das, was ihr denkt. Denn alles, was ihr denkt, werdet ihr auch fühlen. Und alles, was ihr fühlt, manifestiert sich, um die Umstände eures Lebens zu erschaffen. Ihr seid genauestens das, was ihr denkt. Denn alles, was ihr denkt, werdet ihr in Form von Gefühlen in eurem Innern auch werden. Wenn ihr euch in der Fantasie einen Vereinigungsakt vorstellt, wird sich euer ganzes Wesen erregen. Wenn ihr über Not nachsinnt, werdet ihr Not haben. Wenn ihr über Freude nachsinnt, werdet ihr sie haben. Wie wird eure Zukunft erschaffen? Durch den Gedanken. Die ganze Zukunft, die vor euch liegt, wird durch eure Gedanken an diesem heutigen Tage entworfen. Denn jeder Gedanke, den ihr umfasst, jede Fantasie, die ihr habt, für welches emotionale Ziel auch immer, sie erzeugen in eurem Körper ein Gefühl. Ein Gedanke erzeugt immer ein Gefühl. Und dieses Gefühl wird in eurer Seele aufgezeichnet. Dieses Gefühl in der Seele aufgezeichnet stellt dann die Voraussetzung her für eure Lebensbedingungen, denn es wird Umstände zu euch ziehen, die dasselbe Gefühl, das in eurer Seele aufgezeichnet ist, aufs Neue hervorrufen und ihm entsprechen. Frage also, wes Geisteskind bist du? Die Gedanken, die du immer wieder denkst über deine Mutter, deine Schwiegermutter, deinen Vater, deine Vergangenheit, deine Arbeit, den Arsch von Chef und so weiter, ja? Diese Gedanken erzeugen ein Gefühl von Wut, von Hass, von Rache, von Schuld, von Scham, von Kleinheit, Minderwertigkeit und so weiter. Diese Gefühle werden aufgesetzt in deiner Seele. Das stickst du raus und zieht Gleiches an. Du vermehrst Minderwertigkeit, Minderwertigkeit, Hass, Wut, Wut, Wut und so weiter. Und am Ende fühlst du dich scheiße. Und wisst, dass jedes Wort, das ihr sprecht, eure künftigen Tage erschafft. Denn Worte sind nur Töne, die die Gefühle in eurer Seele ausdrücken, die wiederum aus Gedanken geboren sind. Wie sprechen wir? Bewusst und unbewusst lassen wir die Worte rausfallen. Fangen sie an, auf ihre Worte zu hören. Manchmal höre ich Menschen zu und denke, mein Gott, wenn die wüssten, was sie gerade machen. Ja? Wie sie ihre nächsten 10 Jahre bestimmen. Denkt ihr, dass die Dinge euch per Zufall widerfahren? So etwas wie Zufall oder Zufälligkeit gibt es nicht in diesem Königreich und niemand ist ein sogenanntes Opfer des Willens oder der Pläne eines anderen. Alles, was euch widerfährt, habt ihr in euer Leben hineingedacht oder gefühlt. Ihr habt es entweder herbeifantasiert durch die Was-wäre-wenns oder in Form von Ängsten. Oder jemand anderer hat euch gesagt, dass etwas so und nicht anders wäre und ihr habt es als Wahrheit akzeptiert. Alles, was geschieht, geschieht als ein absichtlicher Akt, festgelegt durch Gedanke und Emotion. Alles. Jeder Gedanke, den ihr je umfasst habt, jede Fantasie, die euch je zu fühlen erlaubt hat, all die Worte, die ihr gesprochen habt, haben sich alle ereignet
oder warten darauf, sich zu ereignen, denn der Gedanke ist der wirkliche Lebensspender, der niemals stirbt, der niemals zerstört werden kann, und ihr habt euch seiner bedient, um jeden Augenblick eures Lebens zu erschaffen, denn er ist euer Bindeglied für den Geist Gottes.